Ja, und damit willkommen zu Tag 5. Das ist mal wieder eine Competition und die heißt da so schön, schieße eine ganz normale Stockente. Natürlich die größte am besten. Und das werde ich jetzt mal kurz versuchen. Ob das hier auch geht. Ich bin wie immer gestartet und suche mir jetzt meine Endline. Das sind wahrscheinlich. Ja, da komme ich wirklich runter. Sehr schön. Alle sammeln. Ja, und das mit dem Short Range Caller, das funktioniert aber auch nicht mehr so, wie es mal war. Aber gut, Hauptsache sie kommen runter. Sind das jetzt normale Enten? Nee, sieht nicht so aus. Mal kurz spotten. Hm, vielleicht sollte man ein Fernglas in die Hand nehmen, dann spottet sich's besser. Das sieht aus wie Dunkelenten. So auf die Schnelle. Sieht auch nicht so aus, ob da eine normale Ente dabei wäre. Schnatterente, ja, gut. Ich glaube, wir nehmen die. Ich bin im Entenschießen allerdings nicht so gut. Ja, ich sag's ja. Ach, scheiße. Hallo, bleibet hier. Oh. Weit vorhalten. Nee, geht natürlich nicht. Gut. Die ersten versägt. Glaubst du das, hä? Fängt schon wieder gut an. Und es leckt auch schon wieder, Kevi. Okay. Also jedenfalls bei mir. So, jetzt haben wir endlich das Glück, dass wir jetzt endlich ein paar Stockenten da haben, nach gefühlten 100 Jahren. Und ich werde jetzt einfach mal mein Glück versuchen. Jetzt fliegen die auch noch anders. Killer Hunter ist auch noch mit dabei. Ne, vergessen. Ja, einen kleinen Nachtrag. Zu den Enten. Ich bin einfach mit den Enten zu lange raus. Diese gescheit und schnell zu schießen. Stehe sowieso mit den Viechern einfach auf Kriegsfuß und ich habe diese Competition einfach nicht zu Ende machen können, beziehungsweise ich habe es halt einfach nicht hingekriegt. Ich muss für mich persönlich ja einfach mal wieder mehr üben. Habe aber im Moment einfach nicht die Zeit. Aber gut, in der Theorie weiß ich, wie es funktioniert. In der Praxis sieht es leider anders aus. Naja, gut. Egal. Und nun lasst uns mit den anderen, beziehungsweise mit dem anderen Wettbewerb noch weitermachen, dass ich euch das noch erklären kann. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zu der nächsten Competition. Wir müssen einen männlichen Wasserbüffel, der uns angreift, aus unter 25 Metern erlegen, sowie einen Schwarzbären weiblicher Natur ebenfalls im Angriff aus unter 25 Metern. Ja, ich bin jetzt an der Luft gespawnt, zu meinem Zelt gesprungen, mich ausgerüstet und ich werde mir jetzt mal einen Wasserbüffel suchen. Hoffen, dass ich einen finde, der dazu dann auch noch männlich ist und dann das euch mal zeigen, wie man sowas
entweder bewerkstelligt oder wie sowas auch tierisch in die Hose gehen kann. Also, bis gleich. Ja, und da ist er jetzt. Er guckt uns an, wir pirschen uns leise an. Ich habe die Waffe einfach schon mal bereit. Gucken wir mal, männlich, jawohl. Jetzt mal langsam hinlaufen. Jawohl. Angriffsstellung. Und jetzt komm. So, ach, da sind noch zwei. Ach. Guck an. So, jetzt haben wir natürlich nicht wirklich getroffen. Das ist ein Körpertreffer, würde ich sagen. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, dann werde ich mal hinterher. Mal gucken, wann er sich beruhigt. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So. Wieder eingeholt oder auch nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal kurz gucken. Ja, das ist er. Sehr schön. Waffe raus. Und jetzt langsam im Kriechgang hinterher. Der ist schon wieder ziehend. Das ist gut. Regt sich also nicht so schnell. Nein. Flüchtet nicht so weit, Gott sei Dank. Was ja schon sehr sympathisch ist. Und jetzt, habe ich ihn aus den Augen verloren. Sicher ist sicher. Drei Kugeln sind immer besser. Jetzt habe ich es mir natürlich nicht gepunktet. Ist er das da oben? Ja. So, und jetzt hallo, Schatzi. So, wir müssen das jetzt nochmal machen. Warum? Ganz einfach. Er muss beim ersten Schuss fallen. Wenn wir jetzt hinterher schießen oder wenn ich ihn jetzt so wegknallen würde, dann würde der in einer Competition, wo sowas gefordert ist, nicht zählen. Das Tier muss beim Angriff erlegt werden. Und ja, jetzt müssen wir das Ganze nochmal, die ganze Prozedur nochmal über uns ergehen lassen, also langsam hinlaufen, rechtzeitig die Waffe ziehen und dann rechtzeitig abdrücken. Ja, ich bin wieder da, hallo. Hallo Mausebär. Ja, dich meine ich, genau dich. Ja, und das war jetzt wieder schräg daneben geschossen. Sieht aber nach mehr Blut aus. Ja. Oh, da bin ich ganz froh, dass ich das jetzt nicht nochmal wiederholen muss, bis das Viech endlich umfällt. Die Dinger sind verdammt zäh. Aber, wie man sieht, na komm, hat er sich in den Boden reingegraben. Nee, sah so aus. Hä? Das war doch der. Na gut, dann war es ein anderer. Aber wie ihr seht, 10,6 Meter. Und ja, so funktioniert das Ganze. Und dann können wir jetzt auch ganz genüsslich, nein, wollen wir nicht erstopfen, noch ganz genüsslich zum
nächsten beziehungsweise zu den Schwarzbären noch gehen und dann sehen wir uns da gleich wieder. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zum zweitletzten Teil. Jetzt sind wir auf Red Feather Falls in der Competition Wasserbüffel Schwarzbär. Wie immer, ich blende es euch natürlich ein. Und ja, ich bin jetzt an meinem Zelt gespawnt, habe mein Fest gestern noch gefüllt und hab jetzt hoffentlich ein paar süße kleine schnuckliche Bärchen dran. Ja, es ist muss ein weiblicher Schwarzbär sein, der im Angriff auf uns zukommt unter 25 Metern. Und ich werde mich da jetzt mal ranpirschen langsam und dann mal gucken, wie viele Bärchen wir vorher wegknipsen müssen, dass wir da an den weiblichen Bären rankommen. Und wenn ich dann da bin, melde ich mich bei euch gleich wieder. Ja, da sind wir wieder und ich habe keine weiblichen Bären in meinem Fass. Ich habe mir jetzt einen männlichen ausgesucht, der jetzt hier... Hallo, mein Freund. Hallo, hast du kurz Zeit für mich? Hey, großer. Hey, komm. Komm, putt. Ja, ich habe mir jetzt einen männlichen ausgesucht und ja, es ist halt schwierig. Klar, es ist eigentlich eine Competition, wo man 10 Jagdrunden nur Zeit hat. Wie gesagt, ich habe jetzt hier alles abgescannt. Es hat gerade keinen weiblichen Bären. Ich habe jetzt genug männliche Bären schon mit dem Pfeil und Bogen erlegt gehabt, dass wir dann auch die weiblichen ran kommen lassen können ans Fass, aber so ist halt eben. Aber wie gesagt, es ist das gleiche Prinzip. Der Bär ist halt leider nur noch aufgescheucht, weil A, ich bin ihm hinterher, B, ich musste ihm gerade vor seiner Nase noch jemand wegknallen, der mir im Weg stand. Und ja, jetzt werden wir mal hinter das Bärchen hinterher traben. Trab. Ja, und wenn ich ihn dann eingeholt habe oder wie auch immer, vielleicht starte ich auch nochmal neu. Ich muss auch noch meinen Elch aufheben. Ich habe nämlich gerade noch einen Elch geschossen, der mir im Weg stand. Nichts Besonderes, aber ja, aufheben muss ich es auf jeden Fall. Ja, egal. Wie auch immer, wenn ich entweder jetzt den Bären gefunden habe und der mir auf mich zukommt oder... Jedenfalls muss ich die Runde nochmal neu starten. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich nehme alles zurück. Es dauert halt bloß doch eine Zeit lang. Wir haben hier einen weiblichen Bären, 14 bis 18. Na gut, das ist jetzt auch nicht so groß, aber für zum Zeigen reicht das. Das würde mir persönlich, wenn ich Competition mache, nicht reichen. Wobei ich nicht weiß, leider nicht weiß, wie groß weibliche Bären werden. So, jetzt habe ich ein Problem. Die zieht nämlich wahrscheinlich nicht hier rüber. Ja, na gut. Ich versuche mich mal da rüber zu pirschen. Und wenn ich dann kurz vor dem Bärchen stehe, dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, weiblicher Bär voraus. Ja, Fluchtbär. Okay, alles klar. Ja, also dann nochmal hinterher.
So, Madame ist endlich auf dem Weg. Madame hat gesagt, okay, ich gehe noch mal ganz kurz in den Beauty Shop. Lass mich noch kurz aufstylen. Geh in die Knie, Junge. So. Schnell hinlegen. Gucken wir mal, ob Madame jetzt, wie soll ich sagen, gewillt ist, Zeit für uns zu haben. Bei Bären ist es halt einfach so. Klar, man kann sie mit einem Fass hinlocken. Aber... Och, nö. Och, nö. Na gut. Ich tigere ihr mal ganz kurz hinterher. Leg mich irgendwo hin. Und sobald sie wieder auf mich zukommt, seid ihr wieder dabei. So, nächster Versuch. Andere Bärendame. Entschuldigung. Die andere ist irgendwo abgehauen und ich komme nicht hinterher, beziehungsweise ich finde sie auch nicht mehr. So, gut, egal. Bin jetzt zurück zum Fass, hab jetzt noch meine, suche jetzt gerade noch meine Tiere nach und dabei brüllte mich was an. Die ist jetzt da, da ist sie und da geht sie ja wieder flöten. Ach Mädle, hallo, sag mal, was ist mit euch los heute? Das gibt's doch gar nicht. Ja komm. Komm mein Schatz. Komm, put, das tut doch nicht weh, meine Güte, ich will doch noch zeigen, wie es geht. So, jetzt schleichen wir uns wieder ran. Nehmen schon mal die Waffe in die Hand. Das ist, wie gesagt, bei Bären ein bisschen tricky. Manchmal muss man auch dann krabbeln, beziehungsweise da auf dem Boden rumrutschen und oder das Duftspray, dieses Anti-Stink, sage ich immer, dazu benutzen. Och, Böhrchen, jetzt komm, mach mir doch keine Schande hier. Also gut, ich renne dem jetzt nochmal kurz Laufrennen, wie auch immer, dem hier jetzt nochmal hinterher. Sollte sie nochmal abhauen, werde ich einfach das Spiel neu starten. Und vielleicht kann ich es euch dann präsentieren. Notfalls nehmen wir einen männlichen Bären und ja, mal schauen. Bis gleich. So, jetzt haben wir sie eingeholt, über Wasser, über Täler und so weiter. Letzter Versuch. Schauen wir mal, ob das funktioniert, von schräg nach schief. Ist nicht so günstig, wenn wir sie ja nicht dauernd sehen. Da oben ist sie. Finger am Abzug. Ja. Ja. Und dann einfach drauf zuglaufen und komm. So. Und abdrücken. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das zählen würde. Körper. Scheiße. Körper, Herz, okay. Gut, einen Augenblick. Ich guck mal, ob ich euch das irgendwie einblenden kann. Ja, es würde nicht zählen. Ich blende es euch auch ein, den Ausschnitt. Ja. Sie hat nur gemeckert, okay.
Ja, gut. Also, ich mach mal die Runde zu, heb das Tier noch auf und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, zweite Runde. Zwei Bären schon weggeschossen und hier haben wir jetzt hoffentlich Madame Braunbär, jawohl. 13 bis 16 im Score. Dann schauen wir mal, ob Madame will oder ob Madame heute jetzt keine Lust hat. Das werden wir jetzt sehen. Ansonsten hocken wir uns wieder auf den. Ja, das ist sehr schön. Na, Madame hat keine Lust. Na gut, dann müssen wir jetzt einfach mal abwarten, bis Madame wieder zurückkommt. Bis gleich. So, Madame kommt wieder. Ansonsten sehe ich nichts. Dann gehen wir mal in die Knie. Ja, jetzt haben wir sie hinterm Hügel natürlich. Jetzt sehen wir natürlich gar nichts. Nochmal eben schnell rauf auf den Hochsitz. Ja, da kommen ihre Freunde. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinkriege, ohne dass die mir jetzt hier flöten geht. So, ist weiblich. Man geht drauf zu in der Hocke. Und immer weiter laufen, immer weiter laufen. Ja, stell dich auf. Und dann rennt. Ach, dies ist doch eine blöde Kuh. Oh, was ist denn heute mit den Bärchen los? Sonst greifen die mich immer an. Ja, vielleicht hätte ich noch ein Stück drauf zu laufen sollen. Naja. Probier das jetzt noch einmal und wenn es dann nicht funktioniert, dann lassen wir das einfach. Bis gleich. So, zweiter weiblicher Bär. Letzter Versuch. In der Theorie haben wir es ja, aber im Praktischen nervt es mich gerade einfach. So, hallo Frau Bär. Jetzt komm, sei lieb. Ja, das ist sehr schön. Ja, jetzt komm. Komm. Oh. Hallo, du sollst mich angreifen, du dummen. Entschuldigung. Oh. Stöhn. So. Allerletzter Versuch. Madame Nummer 1 kommt wieder zurück. Ansonsten einmal ringsrum blicken. Ist nix, jawohl. Das ist auch Madame Bär. Gehen wir nochmal sicher. Einmal Bärchen weiblich. So, runter. Die Waffe in die Hand. Da ist sie. Anlegen, drauf zulaufen. So funktioniert das meistens. Hallo Mädchen. Hallo, hallo. Ich bin's, der böse Mann. Von nebenan. Ja, ja, komm. Hm? Hallo, du sollst nicht wegrennen. Hallo, Schätzchen. Hey, lauf nicht weg. Hey, wolle Rose kaufen? Hallo. Hallo, muss ich dich erst ärgern oder was? Ach, lauf nicht weg. Hallo, hallo.
Du sollst da bleiben. Ja, ich bin hier und ich komme dir jetzt hinterher und jetzt greifst du mich an, sonst gibt's Ärger. Wieso schieße ich dich so? Ja, renn. Herrgott, Donnerwetter. Ja, also. Das war dann die zweitletzte Competition, die wir dann, die ich dann jetzt beim euch zeigen nicht geschafft habe. Und es tut mir echt leid. Ich hätte es euch gerne noch gezeigt, wie das Bärchen auf uns zurennt. Und so aber gut. Ich blende euch an der Stelle jetzt mal zwei Bärchen ein, die ich angreifend geschossen habe. Einmal männlich und einmal weiblich. Die hat dann auch gezählt letztendlich bei dem Valentins-Event. Und ja, wie gesagt, das sieht man dann in diesen Style-Sheets der Tiere, der geschossenen Tiere, wenn man auf die Tiere klickt in seiner abgeschlossenen Jagdsitzungen oder auch in der letzten Jagdsitzung, je nachdem, wo ihr was wissen wollt. Da sieht man dann unter anderem auch die Länge der Zähne oder Durchmesser des Geweihs, wenn es jetzt ein Rothirsch ist oder sonst irgendwas. Und da steht unten auch drin, was das Tier gerade getan hat. Also irgendwie nichts oder so oder angreifend. Ja, der letzte Tag der Valentins-Mission war dann für mich wieder langweilig, beziehungsweise da gab es nichts mehr zu tun für mich. Da haben sie sich's einfach gemacht und die Mission vom ersten Tag wieder eingeblendet. Also quasi sammel alle bestehenden beziehungsweise alle nötigen Rosen auf. Und das habe ich am ersten Tag schon erledigt gehabt. Ja, und falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann haut sie in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass ich euch irgendwas erkläre, sprich, gut, Aufstellen eines Fasses, das ist leider Gott sei Dank nicht mehr so schwer, dass es ja jetzt abgeändert haben. Aber wenn ihr irgendwas wissen wollt zu Jagdtechniken oder sonst was, dann schreibt mir es ebenfalls in die Kommentare. Ich werde dann versuchen, euch das nach bestem Wissen und Gewissen zu erklären oder euch zu zeigen. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Wenn euch es gefallen hat, dann drückt doch bitte die richtigen Knöpfe. Und ich hoffe, ich darf euch auch das nächste Mal wieder begrüßen, wenn es heißt The Hunter Classic mit mir, The Devil 34. Danke, macht's gut, ciao und tschüss.